schläft jemand ein mit einer Zigarette in der Hand. Das machen wir bitte nicht. Dann macht jemand irgendwie Quatsch mit Feuer oder mit Sternschreiern. Früher gab es mal den Christbaum noch mit echten Kerzen. Und das meiste, was wir haben, die meisten Brände passieren irgendwie in der Küche, weil das Essen unbeaufsichtigt am Herd bleibt. Niemand schaut, das vergisst. Vielleicht wegen länger telefoniert. Oder irgendwelche Kurzschlüsse in elektrischen Geräten, wie zum Beispiel unserem Fernseher. Dass der irgendeinen Defekt hat, dann fängt ein Gerät das Brennen an. Und heute zeigen wir euch, wie schnell das auf das ganze Zimmer übergreift. Wie gesagt, hier vorne wird es warm. Ihr werdet freiwillig zurückgehen. Das sehen wir jedes Jahr bei der Vorführung. Philipp, Schürei. Schürei? Wenn's knallt. Ihr wisst wieder Bescheid, wenn ihr einfach ein bisschen aufpassen. Ein großes rotes Auto muss dann kommen zum Löschen, danach könnt ihr die Plätze wieder einnehmen. Los, denkt an meine Kollegen. Das einzige Elektrogerät, da geht es natürlich wieder los. Noch hat es niemand bemerkt, noch hat kein Bauchmelder ausgelöst, noch hat niemand die Feuerwehr gerufen. Jetzt wäre es ja noch eine schöne Sache, jetzt wäre das Zimmer noch zu retten. Aber ihr seht, der Rauch geht nach oben, hören wir uns den Bauchmelder schon. Jetzt hat der Bauchmelder ausgelöst, wenn jetzt am Sofa eingeschlafen wird. Wäre jetzt rechtzeitig gewarnt und könnte die Wohnung noch verlassen, bevor sie lichterloh brennt, bevor der Rauch tief steht und ihr seht, wie sich der Rauch unter der Decke sammelt und dann immer weiter nach unten wandert. Also, wenn jemand in der Wohnung war, geht er jetzt nach außen, hoffentlich nimmt er sein Handy mit, kann die Feuerwehr rufen. Oder wenn niemand zu Hause ist, würden durch den Rauchmelder jetzt hoffentlich die Nachbarn drauf aufmerksam werden und die Feuerwehr rufen, dass die sagen, ich höre was. Vielleicht rieche ich aber auch schon, ihr merkt, es stinkt. Und dann die Feuerwehr anzurufen. Nummer kennt ihr alle, 112. So, und dann dauert es natürlich ein bisschen, bis wir uns umziehen, bis wir losfahren, bis wir zu euch kommen. Das sind bestimmt 5-6 Minuten, jetzt schaut mal, was in der Zeit alles noch passiert. Ja. Kennt ihr das überhaupt noch, dass der Fernseher so ausschaut? So ein dickes Gerät. Ich krieg mal den Fernseher. Ist jetzt auch so die klassische Zeit. Jetzt steht der Erlanger Student so langsam auf. Wenn man sieht, der Rauch sammelt sich immer mehr unter der Decke und wenn wir uns jetzt vorstellen, es wäre ein geschlossener Raum, wo nicht nach oben weg kann, dann würde der Netz immer weiter zum Boden wandern, wenn jemand am Sofa liegt, wäre das für den schon wirklich zu einer großen Gefahr. Es fallen immer wieder Teile am Boden. Hätten wir jetzt einen Teppich drin, wird es sich vielleicht noch ein bisschen schneller ausbreiten. Noch keine Felder, ist immer noch leicht. Und kein Strahl. Wie lange haben wir jetzt? 2-3 Minuten? Dauert aber echt lange. Na, vielleicht hat es jetzt jemand festgestellt, ruft die Feuerwehr.
Ihr wisst, wir sind hier auf der Wache, je nachdem, wo ihr wohnt. Ihr wisst selber, wie lange ihr heute hergefahren seid. Wir fahren mit Blaulicht. Wir können uns alle Ampeln in der Stadt auf grün schalten. Das heißt, wir kommen ein bisschen schneller. Aber jetzt wäre es unwahrscheinlich, dass wir schon bei euch draußen wären. So, wenn es gut ist, hat jemand die 112 gerufen, dann sind wir alarmiert, wir kommen in die Halle, wir ziehen uns die Jacken an, wir springen auf unsere Autos, müssen mal kurz schauen, um welche Straße geht's und dann fahren wir los. Aber es braucht immer noch Zeit, bis wir bei euch sind. Und so lange wird das Feuer größer und größer. Jetzt ist er umgefallen. Was? Nein, die ist einfach raus. Feuer auf uns. So ist es, sehr viele Zigaretten. Wir bleiben jetzt in der Ecke. Wir geben ihm noch ein bisschen Zeit. Die Sterne. Geh lieber nach unten. Jetzt springt sie langsam auf den Hocker, ja? Kunststoff, Schaumstoff. Aber der Rauchmelder hält ganz schön lang durch, ja? Sowohl die Batterie wie auch die Wärme. Was man auch schön sieht, der zweite Hocker, das sieht ja zu leicht Rauch. Der wird jetzt warm, fängt an auszugasen und irgendwann fängt er dann auch an zu brennen. Aber man sieht jetzt durch die Temperatur schön, ne, diesen weißen Rauch aus dem Hocker. Wird durch die Temperatur heiß, fängt an auszugasen, jetzt brennt hinten unser Schrank, also so langsam wird der Zimmerbrand. Wir fangen erst an, wenn ihr freiwillig zurückgeht. So, der Rauchmelder hat aufgegeben, entweder Batterie leer oder ist uns geschmolzen. Es brennt immer noch nur eine Ecke, noch nicht das ganze Zimmer. So, wenn der Rauch auf euch zukommt, dann geht er wieder nach unten. Der Rauch ist alles außer gesund. Und jetzt spüren wir langsam die Wärmestrahlung. Jetzt wird es warm auf der Haut. So, wir sehen die Flammenzungen unter der Decke und jetzt lassen wir die Feuerwehr mal langsam kommen. Warm bei euch, also bitte geht rechtzeitig zurück. Jetzt kommt schon die Decke runter. Ihr seht, die Flammen schlagen oben raus. Jetzt haben wir einen vollen Zimmerbrand. Also circa 10 Minuten in der heutigen Situation. Jetzt
Ich hab's euch versprochen, ihr geht freiwillig zurück. So, die Kollegen im Fahrzeug haben sich während der Anfahrt komplett ausgerüstet mit Atemschutz. Das heißt, der erste Trupp hat seine Masken im Gesicht, hat seine Atemluftflaschen auf dem Rücken, die können gleich in den Einsatz gehen. Das ist jetzt alles Routine. Die setzen den Verteiler in ihre Schläuche. Der Philipp hat auch festgestellt, es ist warm da vorne. Gibt seinen Befehl. So, wir machen da außen noch ein bisschen Wasser. Sollen wir unsere Tore nicht schmelzen? So, und ihr seht jetzt auch mal, wie gut unsere Schutzkleidung ist, dass wir da hingehen können, wo ihr freiwillig 2 Meter zurückgeht. Wenn wir so einen Einsatz haben, zu wissen, ist gesichert keine Person mehr drin. Ist die Wohnung leer, dann ist das natürlich eine andere Lage, wie wenn wir wissen, es fehlt uns noch eine Person, wir sind nicht ganz sicher, sondern dass wir sagen, es sind alle draußen, es ist jetzt ein großer Sachschaden, es ist ein großes Feuer, aber es ist kein Mensch zu Schaden gekommen und wir können uns rein auf die Flaschen konzentrieren. So, Schläuche sind verlegt, die Kollegen, was wir vorne sehen, ein Schlauchpaket, zusammengekuppelt. Jetzt schließen sie noch ihren Atemschutz an, damit sie ihre eigene Luftversorgung haben. Und parallel wird der Schlauch mit Wasser gefüllt und wir haben immer so viel Schlauch, damit wir natürlich einmal durchs gesamte Gebäude kommen. Und dann schauen wir mal, wie gut sie löschen, die 2. So, Vorsicht, hier vorne kommt auch Wasser, um die Tore zu schützen. So, ich stelle das Sprühbild ein, kleiner Wassernebel. Und dann geht es auch schon in den Einsatz. Was ein schönes Feuer. Ihr seht, die beiden Armschutzgeräteträger schützen sich durch den Wassernebel. Dadurch können sie näher ran. Für sie wird es nicht ganz so heiß. Und versuchen jetzt die Flammen einzufangen und jetzt sehen wir. Also es ist zumindest mal nicht zu retten, aber wie schnell sie das im Griff haben mit diesem Sparrohr. Und sobald die Flammen weg sind, kommt der Rauch. Der ist natürlich alles außer gesund, also bitte, wenn der Rauch kommt, geht wieder zurück. Also was wir sehen, es kommt jetzt noch ein zweiter Druck. Wenn wir uns vorstellen, das ist natürlich in einem Gebäude passiert, da gibt es nicht nur eine Wohnung, da kommt jetzt viel Arbeit. Entweder müssen wir zum Löscharbeiten in die ganze Wohnung oder wir müssen noch schauen, was ist in der Nachbarwohnung. Ist durch das Feuer im Stockwerk drüber was passiert? Wie geht es den Wohnungen daneben? Hat sich da was ausgebreitet? Also da schließt sich viel Kontrolle an für uns. Und deswegen kommen die Kollegen natürlich jetzt noch 2 Armschutzgeräteträger. Ihr wisst aber auch, im echten Einsatzfall werden wir hier mit einem Löschzug, werden 4 Fahrzeuge, 2 Mischfahrzeuge, einen Drehleiter, einen Einsatzleitwagen. Da kommen wir natürlich nicht mit nur 6 Mann. Falls jemand Interesse an den Möbeln hat, ich stelle es heute Abend auf eBay, könnt ihr günstig erwerben. Ja.
10 Minuten. Sagen wir noch mal eine Durchsage nebenbei. Mir ist gerade gesagt worden, die Lea sucht ihren Papa, den Sascha. Die Lea ist gerade beim Kistenstapeln beim THW, beim blauen LKW. Der Sascha, der Papa, möchte bitte die Lea beim den Kollegen vom THW abholen. Vielen Dank. Die greifen jetzt von zwei Seiten an. Das Grobe ist gelöscht, aber für uns ist das natürlich eine Arbeit. Wir können erst gehen, wenn wirklich alles definitiv aus ist, dass es nicht nochmal zum Brennen beginnt. Der Vorteil ist, wenn wir es länger brennen lassen, haben wir nachher weniger zum Aufräumen. Sehen, was passiert. Ein kleiner Fernseher setzt ein ganzes Zimmer in Brand. Und jetzt war das nur ein Zimmer. Wenn wir uns vorstellen, da ist neben nur noch die Küche, das Bad, das Schlafzimmer, dann ist es mal ganz schnell die ganze Wohnung. Okay, das war unsere letzte Vorführung. Die Kollegen werden jetzt noch ein bisschen löschen, das zerlegen. Ihr könnt gerne noch zuschauen. Aber das Wichtige habt ihr gesehen. An der Stelle möchte ich noch zum Schluss sagen, herzlichen Dank an alle, die heute fleißig mitgeholfen haben. Ihr habt gesehen, wir waren nicht als Feuerwehr Erlangen alleine für euch da. Wir hatten viele Partner, wir hatten den ASB mit uns, die Kollegen vom BRK, die DLRG, das THW hat fleißig mitgeholfen. Wir haben die Kollegen der Polizei da, die Sparkasse der HC Erlangen und wen nicht noch alles, die uns fleißig unterstützt haben, diesen Tag auf die Beine zu stellen, was wir alleine niemals schaffen würden. Aber das Allerwichtigste, vielen Dank, dass ihr heute da wart, dass ihr nach drei Jahren Pause bei uns die Gäste wart. Es hat uns eigentlich gefreut, es war uns eine Freude, endlich wieder die leuchtenden Kinderaugen bei uns in der Feuerwehr zu sehen. Wir haben euch vermisst und hoffen, dass wir jetzt wieder jedes Jahr für euch da sind und diesen Tag veranstalten können. Bis 5 Uhr geht es noch weiter, genießt noch die Spielstationen und ansonsten einen schönen Sonntagabend. Ciao, tschüss. Ein Kind gefunden. Die Paulina.
sucht ihren Opa, den Manfred. Und die Paulina werde am Pavillon von mir aus rechts, von euch links am Verkaufsstand abzuholen. Also der Opa Manfred ist seine Enkelin.